Dus Grace, dat mag je niet goed zeggen. Ik hoop dat het wel. Hoe is mijn shoot? Is het goed? Nog 1 minuut. Wat maakt u, Eli? God te danken, wat maakt je? We zijn er nog allemaal, nog een zondag. Du weißt, wie man sagt, welcome in Yiddish. Wie? Ich hab euch gefunden. Ja. Ich hab gesucht, so. Bruchim Abayim, Bruchim Abayim. Aber da je. Ein grüßen Abend zu euch allen. Mein Name ist Arnold Gaber und ich bin da in Johannesburg. Und ich sage euch allen Bruchim Abayim zu unserem dritten Sonntag. Wie lange? Shalom Aleichem, mein aller guter Freund, und ich bin Eli, oder Elie, mir wie sagt man? Ich sage in Englisch ist Eli Goldstein. Also in Jiddisch sagt man mich Stomme Elie Goldstein, nur was ihr wollt. Arnold, was? Ja, und wir machen den Sonntag und wir reden da mehr nicht wie Jiddisch. Nicht in Englisch, nicht in Spanisch, nicht in Hebräisch, nicht in Russisch, nein, nicht in Jiddisch, weil wir kennen mir sich alle zu nehmen von der ganzen Welt. Ich will sehen, immer so was Menschen, was ich kenne. Und eben noch einmal so den Witz. Ja, ja. Ihr weißt, Reb Arnold, ich hab also ein bisschen getracht, als ein neuer angekommen in einer Stadt oder einer Stadt wie in New York, sagt man, das ist ein Griner. Nein, ein Griner ist ein neuer angekommener. Und der Wort für einen, was verkauft Grins, ist ein Griner Eich. Und ihr sollt hören, als die Witz geht sich ein bisschen zwischen die Griner und die Griner. Azei geht es azei, Mrs. Cohen geht da rein in a Grinerskron in New York, eine was verkauft Grins. Und sie kommt da rein und sie sagt, Guten Morgen, give me please 10 cents bits. Und die Griner sagt, Mrs. Cohen, you've been in New York for the past 40 years, can't you say give me 10 cents bits? She says, no, I want 10 cents burikas. She says, Mrs. Cohen, 10 cents beats. She says, oi, wer zu harget mit einer Beats zusammen. Wenn ich gehe beim Kino, trock man Beats. Und wenn sitzt beim Jam, sitzt man auf den Beats. Und wenn mein Schnur kommt zu gehen und sie sieht mir in Gas, sagt sie, ort geht die alte Beats, gib mir 10 cents burikas. sehr gut, Eli. Anyway, wir haben gehört auch erst, dass sie da Menschen von Pittsburgh, Pennsylvania und von Toronto und von Johannesburg und von allen Ländern. Aber letzten Mal haben wir gekriegt einen neuen Freund von einem anderen Land. Wir haben Menschen, eine Minute, ich will doch verschließen, eine von den Mikrofons. Okay. Wir haben von der ganzen Welt, aber das ist ein Land, wo ich habe es auch nicht vorgestellt, als wir haben dort echt Menschen, die gucken unser Programm. Und ich will euch jetzt da sagen, welch wo das ist. Und der Moskau der Arbeit.
Ungeswitcht, das ist ein guter redischer Wort. Eh? Ungeswitcht, dein Mikrofon, wo bist du, Chaim? Shalom Aleichem. Ich kenne dir nicht sehen. Ah, Shalom Aleichem, Chaim, was machst du? Wo bist du jetzt da? Oh, ich bin Avadetake in Moskau. Dorm von Moskau, 5 Kilometer. Und es ist sehr gut. Und vor mir, der weitere Land ist Dorm Afrika. Und ja, Chaim, wenn ich klar von Moskau, ich klare die Schnee und die Kälte und die alle Sachen. Wie ist der Wetter jetzt da? Ja, es ist, in Johannesburg ist is Winter jetzt. Da in Moskau ist Sommer, Sof-Sommer, das soll ich sagen, ist plus 31, glaube ich, oder 35. Das ist 35 gerade über Zero, aber im Winter ist 35 ja, unter Zero. Ja, genau, genau. genau. Die Unterschied da ist sehr groß, man soll haben etliche Komplekte begonnen. Ein von Sommer, ein von Winter und im Winter man hat ein bisschen kalt. Okay, ich will unseren Freund weisen ein Bild, was du hast mir geschickt. Vor sechs Monaten zurück, wenn du hast gedacht, herausnehmen dein Car. Wie sagt man ein Car? Eine Maschine. Wenn du hast gedacht, herausnehmen deine Maschine. So, ja. Wir haben nicht zusammen einen Unterschied zwischen Sommer und Winter da in Afrika. Okay, ich hoffe, ich wünsche dir, als ein Tag sollst du kommen da. Und ja. Ich bin keinmal nicht gewesen in deinem Platz von der Welt. Ich bin gewesen in Litte, aber keinmal nicht gewesen in Russland. Ich hoffe einmal, als ich will kennengehen. Und du hast mir erzählt, als... ich weiß, dass du willst schicken Grüßen zu alle unsere Jiden, die sind da in dem Programm. Und ich wünsche dir die Stickerle Video, was du hast mir geschickt, meine ich, von 5 oder 10 Minuten zurück. Sie gewinnen ein bisschen nicht gering von mir zu sehen, genau wo du siehst. Aber es guckt euch, als ob es wohl seiner kleinen Schule oder etwas, weil sie gewinnen ein Ständer. Wo ist das gewesen, der Video, wo der Mann hat gesungen? Der Mann ist nicht in Moskau, es ist in Kischinev. Der Mann wohnt in Moldova, Kischinev ist die Hauptstadt von Moldova. Und er singt jiddische Lieder. Aha, okay, sehr gut. Okay, Chaim, nice zu dir sehen. Ich will jetzt, du hast mir geschickt, ein Video von einem Lied, wo du hast mir gesagt, dass deine Eltern fliegen, dass dir singen, wenn du bist gewesen, ein kleiner. Und es ist sehr ein berühmtes Lied für Kinder
von ja. einer, was du zu was rechnen sagst, von einer schwarzen Katz. Eine schwarze Katz. Liegt der Katz schwarz wie Keul auf dem Dach. Sonnen hat, hat die Katz sehr assach. Da nicht liegt, da nicht sitzt, da nicht geht. Weil a schwarze Katz zu sein ist auf dem Weg. Jeder sagt, sie ist a Zorre. Wenn a schwarze Katz geht über dir den Weg, nur sie ist leicht zu verstehen. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Will sie gehen, still und schar bei a Pleu, fällt a Stein und sie setzt schon in den Teut. Da nicht lieg, da nicht sitz, da nicht geh, weil a schwarze Katz zu sein ist auf dem Weg. Jeder sagt, sie ist a Zorre. Wenn a schwarze Katz geht über dir den Weg, nur sie ist leicht zu verstehen. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Setz die Katz, noch a Katz, in a Haus. Treib die Katz von dem Haus, sie heraus. Da nicht lieg, da nicht sitz, da nicht geh. Weil a schwarze Katz zu sein ist auch und weh. Jeder sagt, sie ist a Zorre. Wenn a schwarze Katz geht über dir den Weg, nur sie ist leicht zu verstehen. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Liegt die Katz schwarz wie Keul, nied und schwach, von der Früh bis bei Nacht auf dem Dach. Und sie fragt sich, par was und par wenn, ist a Samen Unglück, darf ge ihr geschehen. Jeder sagt, sie ist a Zorre, wenn a schwarze Katz geht über dir den Weg, nur sie ist leicht zu verstehen. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Chaim, ein großen Dank für schicken mir dein Video. Aber ich will jetzt da reinbringen, Eli, von was du hast dem geschickt. Und du, weil es ist nicht Stammalilale von Kindern, es ist geschrieben bei sehr berühmter Schreiber, was hat eine große Historie und du hast mir geschickt die Historie in Englisch. Aber Eli wird uns jetzt da erzählen in Jiddisch. Ja, danke, Chaim, danke. Arnold, der Schreiber von dem Lied ist gewesen Michael Tanitsch. Er ist gewesen ein russischer Poet und ein Schreiber von Lieder, bewusst verbarimte Lieder, also wie die Schwarze Katz und Komarovo, zwischen anderen Volkslieder. Er ist geboren geworden Michael Ishayevich Tankilewitsch, dem 15. September 1923 in Taganrog in Sowjetenverband. Sein Tate, Ishayahu oder Shaya Tankilewitsch, ist geschossen geworden unter der Diktatur von Josef Stalin. Wenn die Nazis haben befallen, die Sowjetenverband in Zweiten Weltkrieg. Er ist geworden Artillerieoffizier und gekämpft gegen die Nazis auf die belarussische Front. Michael ist gewesen dekoriert für seinen Mut in Schlachten. Tanitsch ist als arrestiert in 1947 und versperren geworden ins Fisse in Solikamsk Gulaglager in Sibir. Dort hat er gedient 6 Jahre,
wie Stalin hat, ist Stalins Tod in 1953. In 1990 Tanitsch ist geworden der erste Mitglied von der Volksrussischen Kapelle Lesopowal. Er hat mitgeschrieben bei erich 100 Lieder vor der Kapelle. Michael Tanitsch ist gewesen ein Mitglied von der Verband von Sowjet- und Russischschreibers und im Haber von 15 Bücher. Er hat bekommen viele Prämien von der russischen und sowjetischen Stadt, reingerechnet der Ovation Nationalpreis in 1997 und ist gestorben von einem Nierrack auf dem 17. April 2008 in die Botkin-Spital in Moskau und ist makaber gewesen in Vagankovskie Beseilem in Moskau, Russland. Adank, Chaim und Adank Eli. Und wir wollen lange nichts damit zum Programm. Es ist sehr fein zu haben, immer zu von Russland. Und wir hoffen, Eli, als wir wollten, Chaim, als wir wollten, wir hoffen, sag mir einmal. Ich will jetzt vorstellen, Estelle Zawadzki, wo bist du, Estelle? Ich kenne dich nicht sehen. Ah, heute ist Estelle, heute ist Estelle. Lass mir Spotlight, Estelle, und Spotlight for everyone. Ein Minute. Ich bin nicht ein anderer Mann, klärlich, als ich weiß, was ich tue mit der Technology, aber ein anderer Mann, klärlich, als ich weiß, ich nicht, was ich tue. Was machst du, Estelle? Gott sei Dank, Arnold. Es ist sehr gut, dir zu sehen. Und Estelle ist, wenn wir reden in Jiddisch, da darf mir erwarten gedenken, dem jiddischen Theater. Und Estelle ist Emetzer, was wir haben, was ist gewesen von dem jiddischen Theater, oder in Johannesburg und in anderen Ländern. Und ich will dir fragen, ein paar Fragen ist Estelle, wenn ist gewesen dein letzter Spiel im jüdischen Theater, was ist der Name of the Spiel gewesen? In welchem Theater gedenkst du, wo das ist? Mit wem hast du gespielt? Und was hast du gespielt? Guten Abend, Arnold. Guten Abend, Allemann. 1972 habe ich gespielt mit Max Perlmann da in Johannesburg. Er ist gekommen mit der Truppe und zusammengestellt ein paar Vorstellungen. Aber ich habe mit ihm gespielt in Der Seide geht. Meister von Der Seide geht, ich habe gespielt Jenny, der Enkel von Makil Pomeranz, was ist angekommen jetzt, bin daheim. Also da wisst ihr, als ich, Jenny, habe sich verliebt in dem Einikel von Peschke Kobatschnik. Habt sich schon wieder ein Krieg. Peschke Kobatschnik und Michael Pomeranz, seinen Sonim, seinem Israel. Und über was ist gewesen der ganze Krieg? Über die Schuld. Gar nicht mehr. In der Halbzeit am der meiste ist es gewesen sehr interessant. Aber war das Spiel mit Max Perlmann in seiner Truppe? Was noch? Sag mir, wie alt bist du gewesen, wenn du hast gespielt in dem ersten Mal in deinem Leben, als ein Kind? Dem ersten Mal in meinem Leben, als Kind, bin ich in der englischen Schule. Aber auf der jüdischen Bühne bin ich 7 Jahre alt. Das war eine Vorstellung von der jüdischen Volksschule. Rochelle Rothschild hat gespielt bei Arenda und ich bin ein Machetennister. Aber ich habe allemal auf der Bühne, unteren Bühne, im Theater, weil meine
Mein ganze Mischpoche ist gewinnt vernommen mit jüdisch Theater. Wir sind alle mal gewinnt vernommen, denn die Truppe ist gekommen, die Truppe ist weg. Meine Mama fliegt singen in Chor. Meine Mamas Brüder fliegen spielen verschiedene Rollen. Mit gekommenen Akteuren, mit Akteuren Dorf von Johannesburg. Mein Tate hat verkauft Billetten. Er verkauft Reklame. Er ist gelaufen zu der Regierung, weil er ein paar Mal ist gewesen, ein Akteur, was ihn nicht kennt, kriegen kein Visa. Die Regierung hat gesagt, er ist ein Kommunist. Die Kommunisten sind nicht erlaubt da in Drum-Afrika damals, weil Kommunisten dürfen sitzen in Türme. Heinz sitzen da in der Regierung. Sag mir, also Rainer, Stell, du erzähl mir von der Meister, es ist gewesen, eben, als mir erzählt einmal, es ist gewesen, der Tevye, der Milchiker und der Akteur, der, was hat gespielt war, der Tevye, der Milchiker, hat gehabt einen MS-Herzattack auf dem Stage, auf dem, in, und aber die Menschen der Eulen hat, hat gemeint, dass das ist, also das Spiel. Und das Spiel hat angegangen. Das gewesen eine Vorstellung Tevye der Milchiker. Molle Schwarz ist dort allemal gespielt Tevye. Auf die Vorstellung die Nacht sein Tevyes jüngste Tochter Chavele Geizachschmatten. In Tevye hört die Glocken klingen von dem Kleister. Er hält auf die Hände zu Gott und er schreit aus. Ei, 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 Saranachas Tevye hat erlebt. Mit dem ist er gefallen auf der Bühne. Der Eule hat gemeint, dass er sei, darf zu sein. Aber mein Vater hat gleich gesehen, als das etwas ist da nicht richtig. Ist er zugelaufen, ihm aufgeheben und er abgetragen vom Bimme. Der Vorhang ist gefallen, die Lichter sind angekommen im Theater, in dem Presario ist er raus und er angemolden zum Eilen. Jetzt wird ein anderer Akteur nehmen die Rolle von Tevye. Sie muss sein 1959 Efscher, weil in 1960 hat Morris Schwarz gespielt in Israel und wieder gehabt einen Herzanfall und er ist gestorben. Aber sie gewinnt schrecklich, um das Kind das zu sehen. Okay, Estelle. Ein großen Dank, geh nicht weg, weil wir dürfen spielen ein paar Videos und nachdem will ich dir bitten, du sollst kommen zurück. Aber wenn wir reden von Theater, eine von den größten Namen in unser Theater, in jüdischer Theater ist gewesen Favich Winkel. Eli, sag uns wegen Favich Winkel. Ja, danke Arnold. Philipp Finkel ist bekannt wie Favich Winkel, ist geboren geworden am 19. Oktober in 1922 und gestorben am 14. August 2016. Es ist gewesen, dem Tag, wo es gestorben ist, gewesen Tisha B'Av. Er ist gewesen ein amerikanischer Akteur, bewusst als Stern von jüdischem Theater und für seine Rolle als Advokat Douglas Wambo in der Televisieserie Picket Fences. Er hat bekommen an Emmy Prämie für der Stiessenaktor in der Dramaserie in 1994. Er ist echt bewusst für seine Schilderung von Harvey Lipschultz, ein Lehrer. Jiddisch Theater ist eine große Institution. Allemal gewesen und allemal wird es sein.
Ich habe auch mein Leben in Jiddisch Theater. Ich bin 1 Jahr alt und ich habe gespielt in Jiddisch Theater, bis ich geworden 43 Jahre alt. Danach habe ich gemisst, da weggehen für Jiddisch Theater. Zu lieber Sachsachen machen ein Leben. Ich so besser ein bisschen für sich allein. Aber mein Herz und meine Schumme, und ich trage das, sag mal, Tage von Jiddisch Theater. Ich gehe zu meinem Piano, wie ich wohne, und ich spiele jiddische Lieder. Das ist mein Fagening. Ich spiele Schirche, ich bin nicht so ein Mensch, meine Jungen, wo ich trage mir Rack, wo ich trage mir die Sachen, die sie singen. Das geht für andere Menschen, aber nicht für mich. Für mich ist alles, wie man sagt, Jiddisch Theater. Mein Leben ist allemal gewesen, Jiddisch Theater. Ich habe gesungen in Jiddisch Theater, ich habe getanzt in Jiddisch Theater, ich habe gelebt in Jiddisch Theater. Und das, meine Schumme ist Jiddisch Theater. Und so will ich sagen, ich kann spielen auf Television, ich kann machen ein Movie, ich kann gehen, wie ich will. Und ich will singen, und ich will sich amüsieren, sie sein sehr fein. Ich will geben mein Herz, meine Schumme, zu was ich will spielen. Auf Television, ich gebe weg meine Schumme, mein Herz, weil ich will, dass die Menschen so sein, zufrieden für mich. Und Gott sei Dank, sie sind zufrieden, bin ich sehr glücklich. Bin ich sehr glücklich. Aber du, deine Schumme ist als auf Jiddisch. Ja, Adank, Eliu, verbringen uns dem Video. Ich will jetzt bitten noch einmal, Estelle, ich will weisen nichts da, Estelle, ich will weisen, ich habe ein paar Bilder, da 1 Minute, ich darf heute sehen, ich will jetzt da sharen the screen noch einmal, das ist gewesen, Max Pellmann, was du hast gesagt, dass du hast gespielt mit ihm. Und sehen wir andere Bilder von ihm. Das ist gewesen in Johannesburg. Ich weiß nicht, wer der andere Mann ist. Wer ist der andere Mann? Still, eine Minute. Ich darf dir öffnen den Mikrofon. Wer ist der andere Mann? Da, was wir sehen in Bild. Kannst du mir hören, an? Arnold, das ist Benny Ozinski. Benny Ozinski hat das Sachmal gespielt in Jiddisch Theater. Es gewinnt sehr populär. Aber ich kann bemerken eine Sache. Er hat eine Zigarette in seiner Hand und Max Pellmann hat auch eine Zigarette in seiner Hand. Die Zeiten sind eine andere. Eh? Arnold, ich will etwas sagen. Veronika Belling ist gerecht. Sie ist nicht gewesen, Maurice Schwarz. Sie ist nicht gewesen, Maurice Schwarz. Ist es gewesen, Mansdorf. Sie ist gerecht. Ich habe nicht gedacht, genau, weil es ist dann gekommen gegangen. Ich bin alle mal gewesen, von nur mit dem Theater als Kind. Aber es ist gewesen, Mansdorf. Sie ist gerecht. Aha. Okay, ich will weisen noch ein Bild da. Was ist... Das ist nicht Max Perlman? Das ist Max Perlman in der Seidegeit. In der Seide. In der Seide. Ich meine, das ist 1972. Und das sehe ich, das bist du. Das bin ich. In einer kurzen Kleidung. Ich sehe eine kurze Kleidung. Eine kurze Kleidung. Mir dachte ich, dass deine Kleidung sind nicht so kurz sind zum Tag. Nein, weißt du. Handbedeckt, wenn was man kennt. Okay. Ich will dich fragen, so was kannst du, lass mich öffnen noch einmal dann die Kameras. Was kannst du mir sagen, als du hast ausgelernt von Max Perlman? Was ist die erste Sache, was du hast ausgelernt von ihm?
Ich habe allemal gewollt, sich lernen sein in der Krise, aber ich habe nicht gehabt die Möglichkeit. Von Max Perlmann habe ich es auch ausgelernt, stehen auf der Bühne, spazieren auf der Bühne, laufen auf der Bühne, wie zu sitzen, wie zu weinen, wie zu lachen. Er hat mir auch viele ausgelernt, wie zu machen den Grammär. Er hat mir gewissen welche Kulieren zu tragen auf der Bühne, als wir so einen kennensehen. Ich habe ihn sehr lieb gehabt. Okay, sehr gut. Okay, Estelle, ich denke, als es da Menschen, was öfter wollen, sie dir schreiben an E-Mail, fragen dir Sachen wegen deine amolike Jahren im Theater. Kann ich sie weisen, dein E-Mail-Adresse, also sie sollen dir kennen schreiben? Mit Vergnügen, okay, ich will jetzt da, okay. Heute könnt ihr sehen, das ist Estelle Zawadzki, E-Mail-Adresse, agressen Dank dir, Estelle. Ich will mir agressen Dank. Nun, wir sind inmitten von Reden von Yiddish Theater und wir haben gesehen ein Video von Fabisch Finkel. Will ich jetzt weisen noch, wir wollen weisen noch ein sogter Witz. Fabisch Winkel, werden wir jetzt das weisen. 1 Minute. Das ist ausgeguckt sehr fein in jenen Jahren. Mein Seide soll sich werden. Er ist gewähnt der Schammes, er ist gewähnt Film. Und wenn ich gegangen als Kind zu spielen Theater, hätte ich gewiss, wir haben nicht gesucht, weil damals jedes Theater wird gespielt, Freitag auf der Nacht, in Schabbos bei Tug. Ich hat ihm nicht gewollt suchen, er soll nicht wissen davon. Aber er hat gewusst, und er hat gut nicht gesucht. Es ist gewesen seine Sprüche. Aber er hat sich nicht gewollt, reinlegen seine Schumme dort. Und meine Schumme habe ich gekommen, habe ich genommen für meine Seele. Sein Komödie habe ich genommen. Er hat gehabt eine Sachkomödie in sich. Eine Sache, und ich suche es auch viel jetzt, die Sachen, was er hat gesucht, und der Reulam lacht, er hat gehabt, also, er hat von Armenien, das ist gewesen sein bester Witz. Man hat gewollt, Arban ist gekommen Mittwoch, bei Turge, er darf um Armenien, weil er dachte, sein Jeske, weißt du, für seine Tate, in mein Seide hat getracht für sich, ein Eierbeschickere. Schabbos habe ich zurückgekriegt in Armenien. Er ist nur Mittwoch. Aber der Mann hat ihm gesagt, ich will geben $50, sollt mir bringen in Armenien. $50 in jenen Juden, 1932, 33 wäre das Geld. Hat er gedacht bei sich, ich habe Armenien. Hat der Mann gesagt, wie sind denn die Juden? Er sagt, ich und nachher zwei. 2 und 2 ist 4. Mit den beiden seien 6. Wenn er reinkriegt in den Spiegel, seien 12. Der Mann gesagt, oh, wunderbar. Aber ich habe allemal getrachtet mein Leben, aber da haben Leute 10 für Armenien. Und mein Seid ihm gesagt, gut, wir werden auch weggehen, lass die anderen da werden. Er hat gehabt, das sagt, die alle witzen. Und er gedacht, er hat allein geschrieben, die alle Sachen. Er ist gewesen ein größer Talmud. Aber er ist gewesen, er hat nur gewollt sein, der Schabbos. Er hat nicht gewollt sein, der Rebbe. Er hat gekonnt sein, der Rebbe, aber nicht gewollt, er wollte. Er ist gewesen, aber Lamed. Er hat mir gelernt, Jiddisch zu schreiben auf Jiddisch. Mein Bar Mitzvah und alles. Nicht nur mir, das sagt Boys. Das sagt Kinder in der Gegend. Finkel, sehr interessant. Wir wollen, die kommende Woche, weil wir haben sehr einen glaubenden Gast, was, was er ist gewinnt, ein bisschen Zeit in Birabidjan.
Eli, erzähl ja. uns wegen Bill. Ja, das ist Taka Choshewe Mensch, das ist Professor Dov Ber Kotlermann. Er ist der Schneidermann-Vorsitzer von der Studie von jiddischer Kultur und Chassidus in Bar-Ilan Universität in Ramat Gan in Israel. Rev Dov ist ein geborener jiddischer Reder von Birobidzhan. Mishtome weist hier, als Birobidzhan ist ein Territorium in die weit Misrach von Russland, benommen in 1928 als der jiddische Heimland und wie eine jiddische autonome Gegend in 1934. Jiddisch ist die Beamtensprache, der Beamtensprache von der Territorie. Und ich meine, es wird sein sehr interessantes Interview. Beryl Kotlermann hat am Moldo gewesen und wir haben ihn getroffen. Und er ist sehr interessanter Mann. Mishtome, hat ihr ein Video von ihm an? Ja, ja. Er hat sich gegründet und hat sich angeführt mit jedem Sommerprogramm in Birobidzhan. Was für ein Überleben ist das gewesen? Das ist gewinn gewaltig für mich, sehr wichtig. Das ist also mein Comeback. Ich komme zurück heim und ich bringe meine israelische Welt zu der Treffung mit meiner Birobidzhaner Welt. Achutz die Limudim sind gewinn verschiedene Häusformen in die gewissen jüdischen Kolchosen und Treffungen mit den ersten Überwanderers, wo seinen noch geblieben etliche solche. Und für mich ist es gewesen eine Möglichkeit, einen Kuckton auf sich allein von einer anderen Perspektive. Bichlal. Ich gedenke, als mir oben gerät, Sido, ein Städtel leben in Birobidzhan, das heißt Waldheim. Einer von den ersten jüdischen Kolchosen dort, was es mehr nicht kein Kolchos heutzutage. Oder wie vielleicht man sagen auf sowjetisch-jüdisch, Kolwirt. Kollektive Wirtschaft, Kolwirt. Also es lebt dort ein Raid, was stammt von Vilna und sein Name ist Zalman Geffen. Also der Dosiker Zalman Geffen, er redet äußergewöhnlich, also schönem litwischen Jiddisch, aber er hat nicht kein Bewusstsein, als das ist wichtig, bichlal. Heißt es, man fragt bei ihm, er redet Jiddisch. Er macht das so mit den Plätzen. Was für eine Frage, aber für was fragt ihr? Heißt es, das Ruf an solche Frage ist, sie kommen von einem Standpunkt, als die jüdische Kultur ist wichtig für sich allein und jene Menschen, sie verstehen nicht, sie leben poschet in dem, nicht in der jüdischen Kultur leben, sie leben poschet. Er ist ein Mann von Landwirtschaft, er hat also eine Wirtschaft dort. Ein Farmer einzutun. Und er versteht nicht, was fragt man bei ihm sehr red Jiddisch. Heißt es, es ist doch wichtig, was redet man und nicht wie so redet man. Versteht? Für mich das ist gewesen interessant. Ich habe gemeint, dass ich weiß schöne Sache wegen Birobidzhan. Ich bin doch heus gewachsen dort, aber nicht. Man pflegt die ganze Zeit. Neue Sachen. Elia, großen Dank. Es wird sein sehr interessante kommende Woche, was wir wollen. Du wirst sag durchreden. Wie sagt man live? Auf MS. Nicht ein Recording mit Bell. Es wird sein sehr interessant. Okay. Kinder seien auf alle ein großer Vergnügen. Und Jiddisch ist ein großer Vergnügen. Und wenn wir beiden zusammen...
sich schon drehen und bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist doch verschaffen für alle Menschen gleich. Und nennt man ein bisschen Rutschek, ein bisschen Rutschek, ein bisschen Das ist gewesen sehr schön, das ist gewesen sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay. Wir kommen schon bald zum Ende von unserem Programm. Ich will mehr nicht wie begrüßen ein paar Menschen. Anna Cooper-Bermann, wo bist du in der Welt? Ich schwitze an dem Mikrofon, wenn ich rede. Du hast das abgeswitcht, ist da. Unmute. Jetzt da bist du an. Okay, ich bin da in Toronto, Kanada. Kanada. Eli, du hast das auch schreien im dort in Toronto, sehe ich. Ich will auch fragen, eine Frage. Ja, yeah, frag. Okay. Ich gucke auf eure Aufschrift der jüdischer Welt Zoom-Sitz. Und ich will fragen, sie hat speziell eingestellt an Ende Mem
und in mitten und a kleine Zadig beim Soft, sie das ist a Toes. Ich bin ein jüdischer Lehrer, also er hat sich bemerkt die Sachen. Okay, Herr Zachain. Ila und ich, wir reden ein bisschen Jiddisch, nicht sehr gut. Wir verstehen echt sehr gut, aber wir schreiben sehr nicht gut. Sehr nicht gut. Okay. Eben, du willst uns, ot hast du, jetzt kannst du sehen, unsere E-Mail-Adresse, zoomsitz@gmail.com. Schreib uns und wir wollen das verrichten. Wir wollen das verrichten. Gut, ihr wollt das tun. Okay, okay. Asya Asenkot, du bist doch in Amerika, mir dachtest du, Emma. Ja, richtig. Ich bin in San Jose, California. Oh, sehr gut. Oh, wir haben einen speziellen Gast da. Oh, was ich bemerke, man, wie ist der Ruth Schächter. Ruth Schächter ist der Editor von dem Forward Zeitung, der berühmte Forward Zeitung, was ist. Der Zeitung ist ein älter wie ich bin. Ja? und Ruthi wird sein mit uns sagt, durchreden ein bisschen in dem 5. September. Ja, ich habe Tage gewollt etwas fragen wegen dem Konzert, was wir im Märsch gesehen. Wie ist es vorgekommen? Ist es gewesen in Moskau, die Kinderlach? In Kanada. Ich meine, es ist gewesen in Toronto. Oh, danke. Oh, dort seid ihr. Oh, dort seid ihr. Okay. Eli, du hast damit gesagt, was du bist bei Riesen, Eli. Ja, Veronika, wo ist sie? Veronika Belling. Sie dort nicht weit von uns. Hi, Eli. Ich bin da. Was macht ihr dort? In Kapstadt? In Kapstadt, es ist gewesen ein feiner Tag, aber... bei Nacht ist kalt, ist noch kalt. Und ich habe geschrieben, Magister wegen jüdischem Theater in Durham, Afrika. Also ich bin verinteressiert zu sein, verbunden mit Estelle. Okay, sehr gut. Okay, einen großen Tag. Sulen Siboni, wo bist du? Ich bin auch in Toronto und Hannah hat mir gesagt, das ist ein neues Programm für ihr, das ich wollte sehen. Okay. Ihr weißt, mit der Polio, entschuldige Arnold, mit der Polio zurück bin ich gewesen in Toronto und es ist gewesen, ich vergesse schon, es ist gewesen als ein Kreis, wo es ist gewesen alle Sonntag in der Früh. Ich weiß nicht, wo es ist gewesen, ein Jiddischkreis. Ist da ein Jiddischkreis jetzt in Toronto? Nein? Nicht alle Woche, weiß nicht. Anna? Anna? Okay, Brenda Rosenthal. Brenda! Wo bist du? Ich wohne in Florida. Wo in Florida? Delray Beach. Delray Beach, okay. And ich kann a Sach Menschen, wo du hast auf in Zoom. Ich weiß Asia. Ich lerne mit Asia in California auf Dienstag. Sie hat a Zoom Spiel. Auf Sonntag. Sehr gut. Markus Garfunkel, wo bist du in der Welt? Ich bin in Buenos Aires. Oh, Buenos Aires, das ist die Stadt, wo ich bin geboren. Oh, ja, ich weiß das. Aber Elsachain, sie gewinnt der jüdische Volktheater dort. In die Gas ist gewinnt Paso, mir dachte ich. Corrientes. Corrientes, okay. Ich habe nie gedacht, der genaue Gast. Aber da ist ja schon Volksschule, was Theater, was sozusagen gerufen, IFT. IFT ist in Bologna-sur-Mer.
Ah. Aber da ist, ist noch da, weil ich bin, ja, wenn ich dort gewinn, wenn ich bin dort gewinn, vor 2 Jahren zurück oder 3 Jahren zurück, ist, ob ich gegangen auf den Gas und ich habe gesehen, dem Ift, aber sie gewinnen mehr nicht wie jüdische Theater, aber nichts, da ist nicht doch kein jüdische Theater dort. Hallo? Nicht kein jüdische Theater. Nein, nicht kein jüdische Theater. Okay, wir haben zugesagt, also wir wollen endlich einen Punkt, die rechte Zeit, weil die Menschen, die gucken uns von Israel dort und von Moskau, sie sind neiner Säger bei Nacht, will ich ach, allem sagen, eine gute Nacht und eine gute Woche. Eine gute Nacht und eine gute Woche und wir werden uns auch sehen, mir zu schämen, über 8 Tage und wir wollen hoffen, ein neues Programm und ich hoffe, dass es sein interessant. Eli, ich hab vergessen, Eli. Wenn wir wegen die Show mit a little von Max Spellman, 1 Minute haben. Okay. Abucher, Abucher gewesen, in Erfleckt nicht machen, find dem kein schon Wesen, Erfleckt mit der Mädel, ehrlich ihn dann, fleckt er werden ihr Husten, und später ihr Mann, nimmt aber Abucher von Heint, weißt allein nicht, was will mir scheint, sie nicht das, was amul ist gewesen, es sie nicht das, was amul ist geschehen, mit einer hat er flirt, mit der zweiter kokettiert, in der dritte verrät er die 10. Bei einer nimmt er Nadana, zweiter rät er auf im Mann, sind nicht das, was amul ist gewesen. Amul ist ein Mädel, gewesen ein Mädel, sie fliegen in ein Kleidl, ich das gewesen ein Kleidl, heint geht sie in Nylon, din wie Papier, als me seht alles Säudes bei ihr schäumt im Frier, das Kleidl ist kürzer wie die Knie, nur sei ein starker in Kick, sag nicht sie, ich sie nicht das, was amul ist gewesen. Es sind nicht das, was amul ist geschehen. Heimt in Gas, wenn sie geht, mit die Hüften nur sie dreht, als man soll sie bemerken ihn sehen. Es ist uns ohne Spaß, wie ein Striptease auf dem Gas. Es sind nicht das, was amul ist geschehen. Amul ist ein Weibel, gewesen ein Weibel. Sie fleckt liegen in Kimpet, still wie ein Teibel. Heint liegt sie bei die Kurten, läuft tanzen in dann. Es fehlt nur in Kimpet, so liegen der Mann. A das Weib trug die Häusen azint. In der Mann aber chnianche das Kind. Eis nicht das, was amul ist gewähnt. Se nicht das, was amul ist geschehen. Sie geht in Häusen nach ihm, ungezeugen um mit als ihr meint, hat dort Platzen sie scheuen. Farb die Haar blondlich grau, à la Brigitte Bardot, sie nicht das, was amul ist gewesen. Aber das ne Weiße, gehat hat das Seide, die Babe a Schädel, im Fremge wem beide. Der Seide fliegt sitzen, bei der Gemorre in Kleus, in die Babe beim Zähne verrenne in Heus. Nehmt aber Babe Seide fin in der Zeit, sehen aus gar wie die Jinge leid. Eis nicht das, was amul ist gewesen. Se nicht das, was amul ist geschehen. Der Seide geht glatt rasiert, in die Babbe kokettiert, wie ein Mädel mit mädlichen Chäin. Der Seide spielt im Football, die Babbe tanzt Rock'n'Roll, sie nicht das, was amul ist gewesen. Amulike Jiden pflegen sie ihr sich plugen, und jeder Jivan
gekent hat in Schlugen, gewesen auf Öfger, in der ganzen Welt, es hat in sein Ergetz kein Zures gefällt, nur heint ist schon alles verkehrt, der Ried hat ein Land in der Welt, sin ist dus, was amul ist gewesen, sin ist dus, was amul ist geschehen, Heint wagt keiner scheu nit, um zu fallen auf dem Miet, wer es beißt, kriegt bei uns in die Zehn. Der Ried ist heint auf der Welt, schon bekannt wie ein Held, sin ich dus, was amul ist gewesen. Agaisen Dike Halloman. Amon is a bucher.